Herzlich willkommen, mein Name ist Jürgen Kettner von Kettner Edelmetalle und ich habe Ihnen heute eine ganz besondere Goldmünze mitgebracht von der Perth Mint mit einem Adler aufgedruckt, mit dem sogenannten Wedgetail Eagle. Und wenn Sie mal schauen möchten vorweg, wie diese Münze aussieht, dann dürfen Sie mal hier in diese Box reinschauen. Wir sprechen gleich nach dem Intro mehr darüber. Wenn Sie mehr wissen wollen, bleiben Sie einfach dran. Bis gleich. So, liebe Zuschauer, jetzt schauen wir uns mal den wunderschönen Wedgetail Eagle an, den sogenannten Keilschwanzadler aus Australien, einer der größten Raubvögel der Welt. Dieser Adler hat, so wie Sie ihn hier sehen, eine Spannweite von unglaublichen 2,70 Meter, also ein Riesentier. Und der wurde verewigt von der Perth Mint jetzt auf einer wunderschönen kleinen 1 Unzen Goldmünze in polierte Platte-Version. Und die schauen wir uns jetzt mal miteinander an. Die Umverpackung lege ich auf die Seite, die Sie natürlich mitbekommen, wenn Sie die Münze erwerben. Und jetzt gucken wir da mal miteinander rein. Zunächst mal finde ich ein kleines Zertifikat, da schauen wir später drauf in der Box. Dann eine Filzabdeckung von der Perth Mint, um die Münze zu schützen. Und jetzt kommt die schöne Münze. Also die Münze ist natürlich in einer Münzkapsel, wie Sie sehen. Und hier sehen wir dann den mächtigen Wedgetail Eagle, den Keilschwanzadler, abgebildet, der von dem Künstler John Mercanti entworfen wurde. Das ist übrigens ein neues Motiv, das 2019 jetzt auf den Markt kam. Also wirklich ein ganz besonderes Stück in der polierten Platte-Version. Wir haben im Hintergrund von dem Adler die Sonnenstrahlen noch mit abgebildet. Und in der Rundung finden Sie die Bezeichnung Australian Wedgetail Eagle und unten dann wieder die Angaben zur Münze zum Jahrgang 2019 und dann entsprechend eine Unze und die Feinheit 999,9er Feingold. Also polierte Platte, Sie sehen das hier, das heißt, es gibt eine glänzende Fläche, die ist im Hintergrund und es gibt eine mattierte Fläche, die ist im Vordergrund, also der Wedgetail Eagle selbst ist auf der mattierten Fläche und diese Abstufungen zwischen glänzend und mattiert, die kommen hier bei so einer Handarbeitsmünze besonders gut zum Vorschein. Bevor wir sie umdrehen, möchte ich Ihnen die Münze jetzt mal von der Seite ein bisschen zeigen. Diese Ausgabe nennt sich High Relief. Das heißt, die Münze ist etwas dicker, leicht nach innen gewölbt. Das Relief, also der Außenteil entsprechend, steht etwas vor. Und ich denke, so hat es die Kamera ganz gut eingefangen, dass sie das auch besser einschätzen können, wie das tatsächlich dann aussieht. So, auf der Rückseite haben wir ebenfalls in dieser polierten Plattenversion vorgehoben auf dem mattierten Teil das Porträt der Königin Elisabeth II. Abgebildet. Und auch hier haben wir den High-Relief-Bereich, also eine konkave Fläche nennt sich das im Fachjargon. Das heißt, die Münze ist nach innen leicht gewölbt. Wir drehen für Sie jetzt mal die Münze ein klein bisschen, so können Sie sich das auch hier besser vorstellen. Sehen Sie diese leichte Vertiefung? Und am oberen Rand, etwas hervorgehoben, finden Sie dann die Bezeichnung Elisabeth II., dann seitlich hier Australia und unten den Nennwert der Münze $100, sodass die Münze auch damit zu einem gesetzlichen Zahlungsmittel geworden ist. Wir haben also hier die Vorderseite des Zertifikats, den Jahrgang 2019 sehen wir hier drauf entsprechend und die eine Unze Goldcoin High Relief mit der Bezeichnung Wedgetail Eagle Australia hier oben drüber. Und im Innenbereich haben Sie in englischer Sprache entsprechend ein bisschen Beschreibung zu diesem Adler, zu seiner Herkunft und dem Drumherum. So, auf der Rückseite des Zertifikats haben wir hier ein paar technische Informationen, eben, dass es Gold eine Unze ist und 100 AUD steht für australische Dollar, den Nennwert und das Feingold 99,99%, 31,107 Gramm hat die Münze und den Durchmesser von 27,3 Millimeter und Sie sehen es, 5 Millimeter Dicke, also das ist schon ein richtiger kleiner Brocken, aber das ist eben die Besonderheit von dieser Münzserie.
Maximum Mintage sind 500 Stück weltweit. Also wenn Sie davon eine ergattern wollen, dann müssen Sie sich auch ranhalten. Diese Münze wird nicht nur in Deutschland verkauft, sondern auch in vielen anderen Ländern der Welt. Und nur wenige Stücke sind nach Deutschland gekommen. Und wir konnten auch ein paar davon bekommen, um sie unseren Kunden anbieten zu können. Vielen Dank, liebe Zuschauer, dass Sie bis am Ende dran geblieben sind. Wenn Ihnen diese wunderschöne Münze oder unser kleines Video gefallen hat, dann geben Sie uns gerne einen Daumen hoch. Wenn Sie mehr zu unseren Artikeln erfahren möchten, abonnieren Sie gerne unseren YouTube-Kanal. Und falls Sie Fragen über dieses Video hinaus hätten oder auch über die Website-Information hinaus, dann rufen Sie uns einfach an. Wir beraten Sie gerne mit unserem Team. Mein Sohn Dominik oder ich stehen Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. Bis bald.